Namen, Mr. Denley? Namens. Wo brennt's? In Moskau. Schon wieder? Ich weiß, es stimmt nicht. Lassen Sie die blöden Witze. Ich habe vor 10 Minuten eine Meldung von APA bekommen. Hören Sie mal zu. Wien. Die ungarische Nachrichtenagentur UPA meldet, der britische Geschäftsmann John Marple ist in Budapest verhaftet worden. Es liegen stichhaltige Beweise vor, dass John Marple seit 1959 als englischer Spion in der Sowjetunion gearbeitet und laufend militärische Geheimnisse an seine Auftraggeber übermittelt hat. John Marple wurde nach Moskau gebracht, wo er sich vor einem Militärgericht zu verantworten hat. Der Prozess, in dem über 20 Zeugen gehört werden sollen, findet vor der Öffentlichkeit statt. Vertreter der internationalen Presse sind zugelassen. Habe ich ein Glück. Wollte gerade meine langen Unterhosen verschenken. In dem Prozess, der in Kürze stattfinden wird und etwa 3 Tage dauern soll, erhält John Marple einen sowjetischen Pflichtverteidiger. Danke, Mr. Denley.